Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, liebe Mechthilde Wittmann, liebe Frau Kahm, lieber Herr Glauber, sehr geehrter Herr Dr. Driesen, meine sehr verehrten Herren Generalkonsuln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist paradox. Würden Sie bei Urlaub oder bei einer Geschäftsreise interessehalber in einem amerikanischen Supermarkt nach deutscher Wurst oder Käseerzeugnissen suchen? Sie werden wenig finden. Es ist heiß, Sie denken jetzt ein Weißbier? Fehlanzeige. Warum, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das so? Das liegt an den strengen Lebensmittelgesetzen, die dort von der FDA, der Food and Drug Administration, rigoros durchgesetzt werden. Sie werden fragen, wie bitte? Strenge amerikanische Standards, das gibt es doch nicht. Im Zentrum der Debatte zum transatlantischen Freihandelsabkommen stehen doch Befürchtungen, unsere hohen europäischen Standards könnten ausgehöhlt werden. Tja, streng im Hinblick auf die Anforderungen an Lebensmittel, an Kennzeichnungspflichten, streng aber auch im Hinblick auf aufwendige Zulassungsverfahren, die für unsere relativ kleinen mittelständischen Betriebe oft zu langwierig und zu kostspielig sind, als dass sie die wirtschaftlichen Chancen jenseits des Atlantiks aufwiegen würden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Debatte zum transatlantischen Freihandelsabkommen ist voller solcher Paradoxien. Bis hin zu dem überraschenden Befund, dass wir im exportorientierten Bayern, das innerhalb Europas mit am stärksten von dem Abkommen profitieren könnte, die leidenschaftlichste und kontroverseste Debatte zu den Risiken dieses Abkommens haben. Erst letzte Woche hatten wir hierzu im Landtag eine intensive Aussprache. Ich freue mich deshalb ganz besonders, mit Ihnen, sehr verehrter Herr Kommissar Günther Oettinger, diese Diskussionsrunde veranstalten zu können. Herzlichen Dank, dass Sie aus Brüssel zu uns gekommen sind. Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollen Antworten auf viele offene Fragen gegeben werden. Wir treffen heute zusammen als Spitzenvertreter aus Politik, aus Wirtschaft und Gesellschaft, als Vertreter von Interessen, aber auch als Multiplikatoren, um Argumente weiterzutragen. Geehrte Abgeordnete, Mitglieder des konsularischen Chors, meine Damen und Herren, Ihnen allen ein herzliches Willkommen. TTIP ist mitten in der öffentlichen Diskussion angekommen. Letzte Woche erst als Aufhänger in der Tagesschau in einem ganzseitigen Beitrag in einer sehr großen süddeutschen Zeitung anlässlich eines Spitzentreffens der Verhandlungspartner mit Bundeswirtschaftsminister Gabriel in Berlin. Keine Spur von Politikverdrossenheit. Eigentlich sollten wir uns doch freuen. Und das bei einem europapolitischen Thema. Die Diskussion straft vieles Lügen, was sich in den letzten Wochen über mangelndes Interesse an der Europäischen Union lesen musste. Mir ist es wichtig, dass diese Diskussion geführt wird. Bayern hat ein großes Interesse an diesem Abkommen. Aber Bayern will dieses Abkommen mitgestalten, wird seine Interessen einbringen. Es ist schon Schaden entstanden, man muss vieles reparieren. Ich meine das mit der Geheimhaltung der Verhandlungen, mit der Geheimhaltung des Mandats, ein großer Fehler begangen wurde. Man hat aus dem Scheitern von ACTA nichts gelernt. Was wir jetzt brauchen, ist eine transparente, ehrliche Debatte auf Grundlage klarer Fakten, damit nicht länger auf der Basis von Spekulationen und Sorgen diskutiert wird. Und ich kann nur davor warnen, dies unter Hinweis auf das vermeintliche Verhandlungszwänge, auf vermeintliche Verhandlungszwänge abzutun. Verdrossenheit wird sich einstellen bei den Menschen, wenn dieses Anliegen ins Leere läuft. Daher fordere ich die notwendige Transparenz, nicht nur in Berlin, Brüssel und Washington. Wir alle wollen heute Abend unseren konkreten Beitrag dazu leisten. Wir diskutieren heute Abend, wie gesagt, mit unserem EU-Kommissar Günther Oettinger, mit Herrn Harald Krüger, dem BMW-Vorstandsmitglied,
mit Ralf Füchs, dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, mit Stefanie Spinner-König, der Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern und geschäftsführende Gesellschafterin der Spinner GmbH, und mit Elena Bryan, Senior Trade Representative bei der US-Botschaft der EU. Wir freuen uns auf Ihre Fachkompetenz. Stichpunkte zu TTIP. Bei den Verhandlungen geht es darum, Zölle und andere Handelsbarrieren im transatlantischen Handel abzubauen. Die Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks sollen stärker geöffnet werden. EU-Kommission und die Regierung der USA verhandeln das Abkommen. Weder Bayern noch Deutschland sitzen am Verhandlungstisch. Die deutsche Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung bringen sich aber aktiv in die Verhandlungen ein. Wir diskutieren in Berlin, in Brüssel und in Washington. Worum geht es? Zuerst einmal geht es um Transparenz. Mit dem Abkommen werden viele Sachverhalte geregelt, die normalerweise Gegenstand unserer Parlamente sind. Demokratie im 21. Jahrhundert, Geheimverhandlungen auf der anderen Seite, solche Dinge schließen sich gegenseitig aus. Es geht mir darum, die Chancen für Bayern zu nutzen, aber auch die Möglichkeiten, dringend benötigte Wachstumsimpulse für ganz Europa wahrzunehmen. Es wird in der Diskussion häufig beiseite gelassen oder kleingeredet. Ich sage hier ganz klar, an den Folgen der europäischen Schuldenkrise müssen wir noch lange arbeiten. Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenzahlen sind in vielen europäischen Staaten weiter im kritischen Bereich. Und wer kritisiert, das Freihandelsabkommen verspreche doch nur 0,5% Wachstum, dem empfehle ich auszurechnen, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich dies bedeutet. Hier geht es nicht um Zahlen, hier geht es vor allem um Menschen, die jetzt arbeitslos sind. Es geht uns aber auch darum, unsere hohen Sozial- und Umweltstandards zu wahren. Als Schlagworte nenne ich Verbraucherschutzstandards, Datenschutz, Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte, Erhalt der kulturellen Vielfalt und ganz klar das Trinkwasser. Bedenken und Kritik zu diesen Fragen müssen im Verhandlungsprozess transparent aufgegriffen und Rechtssicherheit geschaffen werden. Die Staatsregierung steht für verlässliche Wirtschaftspolitik und deshalb sind wir für TTIP. Ich nenne, und das nicht abschließend, drei Gründe. Zum einen versprechen wir uns dadurch einen Abbau von Zöllen. Zwar sind die Zölle schon jetzt nicht extrem hoch, aber selbst kleine Korrekturen bringen deutlich geringere Kosten für Unternehmer und attraktivere Preise für unsere Bürger. Überlegen wir uns nur, was jeden Tag über den Atlantik geht. Waren im Wert von 2 Milliarden Euro. Zum Zweiten versprechen wir uns durch den Abbau bestehender Hemmnisse einen florierenden Handel. Ohne die beiderseits hohen Schutzniveaus abzusenken, entfallen erhebliche Kosten für Doppelprüfungen und Zulassungen. Dies erleichtert gerade kleinen Unternehmen mit kleinen Mengen den Markteintritt ganz wesentlich. Und als Drittes geht es uns darum, dass wir uns einen immensen Wertschöpfungszuwachs von TTIP versprechen. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt und zugleich der wichtigste Investitionsstandort für unser Land. Ein transatlantisches Freihandelsabkommen wird die Wettbewerbsfähigkeit unserer Exportwirtschaft stärken und wird den Wohlstand für unsere Kinder und Enkel sichern. Die bayerische Staatsregierung steht selbstverständlich auch für verlässliche Verbraucherschutzpolitik. Wir wissen, dass in der Bevölkerung Befürchtungen bestehen und deswegen unterstreiche ich auch ganz deutlich, dass wir ein ausgewogenes Freihandelsabkommen wollen. Die hohen Standards, die wir in Europa durch schwierige Verhandlungen über lange Zeiten hin mühevoll errungen haben, müssen beibehalten werden. Von Anfang an waren und sind unsere bayerischen Kernanliegen hohe Standards bei Ernährung, Umwelt, Gesundheit, Verbraucher und Datenschutz. Ein Mehr an Liberalisierung im Handel darf nicht zu einem Weniger im Verbraucherschutz führen. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt und der Schutz für unsere öffentliche Daseinsvorsorge einschließlich des Trinkwassers, der Schutz für unsere Lebensmittel, aber auch unsere kulturellen Güter ist nicht verhandelbar. Wir brauchen mehr Transparenz, das ist ein
eine ständige Forderung, die ich immer wieder einbringe, denn die Öffentlichkeit muss wissen, mit welcher Zielrichtung die Verhandlungen geführt werden und über welche Themen tatsächlich gesprochen wird. Das haben wir bereits deutlich gegenüber Bund, EU und USA artikuliert und werden das auch weiter tun. Natürlich hat sich da eine Menge getan. Wir haben das neue Beratergremium, das aus Vertretern der Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbraucherverbänden und NGOs besteht. Wir haben die öffentliche Konsultation zum Investitionsschutz. Auch im Internet hat die EU-Kommission in den letzten Wochen Positionen zu wesentlichen Themen veröffentlicht. Das ist anzuerkennen, dennoch bleibt vieles offen. Nicht tragbar ist die Verschlossenheit, wenn es um Verhandlungsdokumente geht. Hier sehe ich auch die amerikanischen Freunde wie auch die EU-Kommission in der Pflicht. In das neue Beratergremium gehören unbedingt auch Vertreter der Kommunen. Und ich fordere kein TTIP ohne Beteiligung der nationalen Parlamente. Für die Staatsregierung ist klar, dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt und das bedeutet, dass es durch die nationalen Parlamente ratifiziert werden muss. Zuletzt kein gesonderter Investitionsschutz und keine Schiedsgerichte in TTIP. Wir brauchen in TTIP keine geheimen Schiedsgerichtsverfahren zwischen Investoren und Staat. Freihandelsabkommen zwischen so hochentwickelten Rechtsstaaten kommen auch ohne Investitionsschutzkapitel aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bürger in Bayern und ganz Europa verdienen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen. Die bayerische Staatsregierung kann ein Abkommen, das am Willen der Bürgerinnen und Bürger vorbeigeht, nicht mittragen. Und ich glaube, dass auch die EU-Kommission und letztlich ebenso die amerikanische Seite daran nicht vorbeikommen wird. Deswegen ist es wichtig, frühzeitig zu handeln und zu reagieren. Deswegen sind wir hier und deswegen machen wir uns für diese Kernforderungen auch auf allen Kanälen stark. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen heute Abend eine spannende, eine interessante Diskussion. Ich möchte Ihnen deutlich machen, dass das, was wir brauchen und wollen, ein TTIP ist, mit dem die Wirtschaft und die Verbraucher in der EU leben können. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen, sehr geehrter Herr